Ja, servus Leute, willkommen auf meinem Channel. Ich bin heute mit dem Rose Backroad unterwegs. Erste Tour auf meinem Kanal mit dem Bike und generell meine erste Tour überhaupt auf dem Kanal hier. Ich habe selbst schon zwei, drei Runden gedreht mit dem Bike, um generell einfach mal ein Feeling dafür zu bekommen, wie verhält sich das Bike auf der Straße, aber auch um die Bremsen einzubremsen. Und wenn ihr mehr davon erfahren wollt, wie sich das Bike so verhält, was meine ersten Eindrücke waren, dann bleibt doch dran. Ich teile mit euch meine Eindrücke und viel Spaß bei dem Video. Das Fahrrad fährt sich super, gerade das Carbon fühlt sich einfach super leicht an. Was ich ebenfalls interessant finde, die Schaltung, die ich habe, ist ja die GRX 600 und vorne habe ich keinen Umwerfer, das heißt, ich habe insgesamt 11 Gänge und da war ich ganz gespannt, wie es beim Berg aussieht. Bergaufstieg oder auch Bergabstieg habe ich bei Bergabstieg genug. Kann ich da genug Geschwindigkeit drauf kriegen oder Bergaufstieg? Komme ich die Berge hoch und ich kann euch sagen, Bergabstieg funktioniert einwandfrei, Bergaufstieg auch. Also ich habe da überhaupt keine Probleme mit der Geschwindigkeit, diese aufzubauen oder eben bei einem Bergaufstieg zu halten. Bislang macht das Gravelbike von Rose super Spaß und ich habe auf jeden Fall im Plan, noch ein paar weitere Videos zu machen. Macht mir super Spaß auch hier die Videos aufzunehmen mit euch und euch mit auf Tour zu nehmen. Dann habe ich natürlich auch immer einen Gesprächspartner mit dabei. Deshalb bleibt dran und seid gespannt auf zukünftige Videos. Viel Spaß! Die einen oder anderen haben ja vielleicht schon bemerkt, ich habe nicht reine Flat Pedals, ich habe auch nicht reine Click Pedals. Ich habe so eine Mischung, ich habe auf der einen Seite so ein Click-System und auf der anderen Seite sind es eben Flat Pedals. Ich habe noch keine Click-Schuhe, werde welche aber zulegen. Dann kann ich auch mal so ein kleines Resümee da lassen, wie das Ganze funktioniert. Beziehungsweise wie viel Spaß es dann letztendlich auch macht, mit Klickpedal anzufahren.
meine Pedale sind ja auf der einen Seite Flat Pedals. Deshalb muss man immer darauf achten, damit man die richtige Seite erwischt, was manchmal ein bisschen nervig ist. Aber es ist auch natürlich die Alternative, dass ich zwischen Blick und Flat Pedals dann eben entscheiden kann. Vorbei. Das soll es auch schon an dieser Stelle gewesen sein. Eine kleine Tour. Ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht 30 Kilometer. Ich möchte mich auch erstmal so an das Filmen herantasten, wie das alles so funktioniert. Deshalb kurze Tour, aber dennoch ein Video gemacht und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder dabei seid. Bis dann.